السلام أمور. عمر. السلام أمور. عليكم. وعليكم السلام بس ورحمة الله. عرفت بيجيت اسلام الحمد كوش لله بيجيت جياد بيجيت الحمد لله بس قرب الحمد لله. أمور أموت يا عمر ها بعد ما أقوم تغاوز تمام شايف وات عرفت ايش بيت نانجفان يو الله الله أكبر وش الله ديزو اينستلون اسلام يوغا كوش مدوك ماي توكن. اسكيلون. Okay, Kommentare sind ausgemacht. Okay, Jihad auch? Bei mir Jihad. aus. Schnell Okay. Jihad. Jihad, Omar und Umut. Wir werden erst Runde rausschmissen. Ah, ein Scherz gemacht. Okay, ich sage euch kurz die Regeln. Omar und Umut. Ich stelle Fragen. Wer zuerst antwortet, kriegt einen Punkt, inshallah. Wenn man eine Antwort gibt, die falsch ist, dann ist der andere dran. Islam-Quiz-Fragen, okay? Tamam, inshallah. طيب. شاب دي كيفول برودا حبيبي اشتي اوخ بسم الله. Wer konnte mit der Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala Tote wieder zum Leben erwecken? Jesus. Isa, Sina Isa. Isa Ali. Jihad war schneller. 1-0 für Jihad. Arafat spielt nicht mit? Shiri. Ah, okay. طيب. Zwei Rosen noch, zwei. بسم الله. Nächste Frage. Welcher Prophet hatte Macht über die Winde? Was? Was ist Winde? Wind, Wind. Hau, hau, hau. Aber, Bruder, keine Ahnung. Er war kein Hawa? Avatar. Hawa? Wie? Hawa oder so? Nee, ne? Hawa. Er hatte auch die Macht über die Djinns. Ah, Prophet Daud alayhi salam. Daud. Sag Jihad. Suleiman. Sadaq alayhi salam. Suleiman ist richtig. Mann, ey. Okay. Er konnte auch mit Tieren sprechen. Genau, Bismillah. Und über die Winde. Wer war der Vater von Suleiman alayhi salam? Ibrahim alayhi salam. Omar, du hast vorhin gesagt. Walla, ich weiß es nicht. Daud? Sadaq, richtig. Richtig, aber du warst nicht mehr dran. Du warst nicht mehr dran. Zähl nicht. Aber, hallo, Jihad hat gesagt, weiß ich nicht. Ja, aber der hat falsch beantwortet und dann darf der nicht mehr. Ja, aber ich habe danach richtig beantwortet. Aber du hast gesagt, ja, das hatte ich auch Shiri, eben. Shiri, warte. Arafat, Abu Chaka, sie entscheiden? Du hast gesagt, fahr, fahr. Halik mal, Tayyip. Du hast gesagt, ich weiß nicht, also hat Omar die Chance wieder zu sagen. Nein, 2-1, warte. Sagt, ich weiß nicht, dann hat der falsch beantwortet. Also bin ich wieder da. Nein, ich habe am Anfang falsch beantwortet, dann hast du gesagt, du weißt nicht. Genau. Und aber er hat die Tipp gegeben. Willst du jetzt an Arafat seinen Shiri-Skills zweifeln oder was? Ramadan Mubarak, gibt's keinen. 2-1. Tayyip. Nächste Frage, Bismillah. Welche besondere Fähigkeit hatte Yusuf alayhi salam? Der war sehr hübsch auf jeden Fall. Was? Was sagst du? Jihad? Schönheit, Schönheit. Schönheit habe ich. Nein, Schönheit nicht. Besondere Fähigkeit. Dauer! Dauer! Nein. Du bist dran. Du bist nicht dran. Omar ist. Welche besondere Fähigkeit hat er? Es gibt einen Tipp, als er im Gefängnis war. Ja. Er war sehr nett, er war sehr nett. Wie nennt man das? Waren die alle Propheten? Ich gebe euch einen Tipp. Ich weiß nicht, wie man das Wort nennt. Leute haben geweint, die wollten ihm nicht schlagen und so. Nein, Bruder. Wenn man schläft, was macht man da? Schnarchen. Schnarchen. Wie mit dir? Und träumen, träumen, träumen. Ah, ja. Er könnte Träume wahrsagen. Was passiert? Träume war es immer. Ja. Omar hat recht. Ja, hat auch gesagt. Omar. Was? Er konnte wenn du, Träume wenn deuten. Wenn du einen Traum hattest, du könntest ihm sagen und er könnte dir ungefähr erklären, was demnächst passiert. Erklären, er konnte Träume lesen. Deuten, deuten, nicht lesen. Träume deuten, deuten, ja. Weil mein Deutsch kaputt. Mein Deutsch ist auf J. Aber Chat. Du riechst den Joker. Schnarchen. Nein, Wallah, die knapp.
Wallah, ich wusste nicht. Yoksa vielleicht jetzt schnarchen oder so. Okay, next, letzte Frage. Jetzt wird sehr spannend. Shabab, holt euer, mashallah, euer Suhur raus. Bismillah. Wie hieß der Sohn... Oder warte, wir machen so. Warte, ups. Ja, bitte, Spannung, Spannung. Bismillah. Wie hieß der Sohn von Zakaria, der ebenfalls Prophet war? Alayhim salam. Oh, ja, Zakaria. Warte. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu. Ismuhu Yahya. Yahya. Wow! Stark, er hieß Yahya, wie Allah im Koran sagt. Salam alaikum, Omar. Wir sehen uns. Nein, warte, warte. Omar, ihr habt sehr gut gemacht, mashallah. Möge Allah euch segnen. Amen. Aber ihr müsst leider rausgehen. Leider. Bei Islam, der rückt mich bei Elida. Abu Nuh. Hey, bei mir hat kurz gehangen. Was war die Frage? Johannes. 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 Leute, ist, bei mir hat kurz gehangen. Johannes der Täufer ist Yahya a.s. Ja. Was? Richtig? Ja, aber Jihad hat richtig geantwortet. Aber wenn er nicht gehangen hat, müssen wir neue machen. Wallah hat bei mir hat gehangen. Okay, ich glaube dir. Wir müssen neue Frage machen. Ja. Ich habe eine Frage. Tfaddal. Wer sammelt Spenden für eine Moschee in Senegal? Gerade? Dabo. Ja. Bovan. Warte. Wie war nochmal die Frage? Wer sammelt Spenden wo? Singapur? Um ein Eisenhaus. Tja, du hast recht. Technologie, das ist diese Arafat-Message. Aber das war nur. Ah, nee, das ist unfaire Frage, ja. Ganz kurz, diese Frage zählt nicht. Wer möchte in Ramadan Hasanat bekommen, inshallah, und eine Sadaqa Jariya, eine langjährige gute Tat? Wir sammeln Spenden für eine Moschee, die halb gebaut ist. Ja. Okay. Da fehlt den anderen Stoff noch. Möge Allah euch segnen und akzeptieren, inshallah, spendet. Möge Allah von euch annehmen, für Waisenkinder und Koranschule und Moschee und etc. pp. Jetzt kommt die Frage von Abu Nuh, die dritte. Hast du eine Frage, Omar, bitteschön? Ja. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass ich Geburtstag habe, sonst nicht. Okay. Was? Geburtstag? Jemand hat Kurt Mehmet, mein Onkel, seine Foto gepostet und anderen haben geschrieben, dass er ein V-Mann ist. Haben die geschrieben. Was? Warte mal. Ihr hinterherhältigen Punkt. Ich bin da. Wer ein Problem hat, ich bin in Berlin auch. Persönlich. Ich stehe zu meinem Onkel, ich bin auch selber da. Wir erlauben ab heute diesen Punkt, diese Uhrzeit, keine Beleidigung, keine falsche Wort, keine Gürtel, kein das und dies und das. Wir akzeptieren ich rauche eine, ja. Oh, Habibi. Ich komme nach Berlin. Ich auch. Ja. Ich muss einen rauchen. Und jeder, der hinter diese Scheiße steckt, ich werde das gleiche mit ihm machen. Was aber wie sagt. Sieht er aus? Hast du Bett? Ich will gucken, wie er aussieht. Walla. Bett und danke. Hab ich nicht. Hast du auch mit Arafat, Abu Chaka und so gesprochen? Ich komme jetzt nach Berlin. Du musst mit Arafat, Abu Eli noch sprechen. Ich würde es auf jeden Fall machen, Bruder. Sag ich ehrlich, weil das Bruder, geht. Bruder, ich rede gerade jetzt mit euch. Ansonsten musst du auch mit Sheikh Eri Ibrahim reden. Bruder, bitte lass mich reden. Ich will eine Aussage machen. Atim, nichts über Papa Ari sagen. Walla, Menje. Hä? Hey, ja, Mann, was hat er gesagt? Warte mal, ich hab nicht gehört, Wallah. Ja, hey, Junge. Ja. Warte kurz. Haftschaden oder wie du heißt? Haftschaden. Hatim Osman. Ich mein, Hatim Zibbi, hör mal zu. Hatim, ja, Menjek. Hatim, Ras Eiri, red nicht mehr über Arafat, hast du verstanden? Warum redest du so mit dem Sheikh? Guck mal, hör mal zu. Ich weiß, wo du wohnst, Wallah. Ich hab deine Adresse, ich hab deine ganze Identität. Bruder, warum Wallah, kommt ihr ich weiß ganz genau, wo du wohnst. Warum? Warte mal, warum kommt ihr auf dieses Thema? Ich verstehe nicht. Ich rede gerade Wallah, auf dieses Thema. Wallah, er beleidigt Arafat, Eib, ja? Was hat er gesagt? Ich hab den nicht beleidigt. Arafat beleidigt. Du bist ein Maniac, Hatim. Wallah, wieder WhatsApp. Ich hab den nicht beleidigt. Wallah, Hatim, warte auf, was ich hier mache. Ich liebe Arafat Abu Chaka. Wallah, der ist ich auch... Guck mal, ich folge dir. Schreib mir mal bei Instagram. Wir sehen uns. Ich schreib dir auf Instagram, aber ich liebe Arafat, Wallah. Ibo! Küss deine Hand von Arafat. Küss meine Hand, ja, Maniac. Küss deine Hand! Sofort küss meine Hand! Jetzt! Küss meine Faust, ja Ars! Küss meine Faust, bevor sie dich trifft! Ich würde mich gehört fühlen, seine Hand zu küssen! Küss! Warten, küss deine Hand!
Meinst du Kurt-Ibo? Nein, von Kurt-Ibo auf Kurt-Ibo. Mach mal so, Kurt-Ibo, mach mal so. Und du steckst mal auf Berlin. Nein. Ja, Bruder, also, ich mag sowas nicht. Ich mag sowas nicht. Bruder, hört auf damit. Guck mal, voilà. Und Kurt-Ibo die Füße leckt. Leute, warte, ich habe keinen Arafat beleidigt. Leute, macht keinen Fitner mit mir. Ich liebe Arafat. Wie kommt der auf Arafat, verstehe ich nicht? Weiß ich nicht, warum macht ihr den jetzt zum Thema? Macht Arafat nicht zum Thema, es geht um Gött-Ibo gerade. Hört auf jetzt mit dieser Fitner, yalla. Guck mal, ich hab dir gerade persönlich gesagt. Ja. Beleidige nicht. Beleidige nicht, hör mal. Junge, beleidige nicht. Ich meine das ernst. Sei vorsichtig, beleidige nicht. Entschuldigung. Ich hab dich nicht beleidigt. Ich wollte keinen Hut gesagt, Wallah, ich hab dir nichts gesagt. Richtig süß, Wallah. Dann, wie traust du dich, dieses Wort zu sagen, ins Erkennen? Geh mir über. Wallah, Kurt-Ibo ist richtig Playboy. Wallah, ich schwöre dir. Ach so. Ja. Ey, wie kannst du Kurt-Ibo beleidigen? Wallah, ich bin an alle meine Zuschauer, hört auf, irgendwelche Sachen zu schreiben über Kurt-Ibo, dass der Chai für die. Guck mal, lass mal diese Filme. Du, hör mal zu, ich meine das ernst. Ja. Du, mach eine Ansage. Ibo, mach eine Ansage. Nein, wir machen keine. Alle bei ihm reinballern. Ich werde dich finden. Mehr sage ich dir nicht. Nicht, tut mir leid. Du kannst mir dieses Wort nicht sagen. Ich bin 40 Jahre alt. Du kannst mir das nicht sagen, Junge. Ich bin der größte Götti. Du hast keine Ehre, keinen Stolz. Schäm dich. Schäm dich, ja, meine, er könnte dein großer Bruder sein. Er könnte dein großer Bruder sein. Libo, wenn du weiter mit dem bleibst, dann bist du hinterhältig. So kenne ich dich nicht. Ich gehe raus. Nein, warte kurz. Barillo. Ibo, komm mal raus, geh mal vor, piss dich mal hart, kiss emmek bei Eri. Warum machst du das? Warum? Okay, ich küsse deine Hand, als Entschuldigung bitte. Atem. Sorry. Aber was, ich hab dir doch nichts angetan, ich hab dich angenommen, ich hab mit dir nochmal geredet, warum machst Wallah, du? Küss nochmal seine Hand. Du bist kurdische Mafia. Küss nochmal seine Hand. Du bist kurdische Mafia aus. Du bist ab heute mein Bruder. Küss nochmal seine Hand, Ars. Aschiret aus Diyarbakır. Küss nochmal seine Hand. Alles gut. Mach nochmal dieses einmal. Der hat alles gut gesagt, Abu Hamza. Bruder, alle drei Dinge sind gut, Bruder. Komm, alle guten Dinge sind drei, Bruder. Komm. Jalla. Normalerweise ein Scheich küsst keine Hand, aber okay. Komm. Ich küsse deine Hand. Tamam, pass auf dich auf, Hadim. Ich muss andere Sachen klären. Ja, dann sehen wir uns. Salam.
Ich will das nicht mehr machen, reden. Manolo hat nur gesagt, lass nur Ansagen machen. Weil er über stabile Leute, wir haben so geredet. Es ist auch meine Schuld, dass ich darüber geredet habe. Hm. Guck mal, dein Onkel, Kurt Mehmet, ne? Ja. Ist älter und du sagst, es ist stabil. Und die reden über ihn. Aber ganz ehrlich, langsam wirst du auch älter. Darf jeder dich Kurt nennen? Jeder den Kurt? Nein, nein. Mein Onkel akzeptiert diese Worte auch nicht mehr. Ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Mein Onkel hat heute auch gesagt, wir nehmen auch nicht mehr ernst. Reicht. Ich weiß und ihr könnt mit Kurt reingehen, ein bisschen unterhalten, okay? Du, egal wer hier drin, irgendein Wort mehr sagt, wir werden. Nicht mehr für dich. Nein. Aber Hamza, nimm dich gar nicht ernst, dann mach weiter. Hamza ist kein Problem, ich grüße. Ja, mach dir keinen Kopf. Ich persönlich. Mit. Richtig. Danke. 2-1. Okay. Jetzt, welcher Prophet hat 950 Jahre Dawa gemacht? Nur hat. Salam. Ja, aber erst, oder? Oder? Allahu Akbar, es wird spannend. 2! Der hat ausgetrickst. Kein Problem. Bist du mir der letzte Frage? Soll ich? Mach. Nicht Arafat, nicht Arafat. Arafat nicht. Ich bin nervös geworden, wallah. Denn Nuh, alayhi salam, im Koran sprach, komm in das Schiff. Zu seinem Sohn. Wow! Stimmt nicht, was du da sagst. Bitte gib ihm nicht recht. Okay, was willst du? Ja. Wir sind so gut miteinander, du musst denen erzählen. Du musst Kurt Mehmet uns so erzählen, dass wir gut sind. Ich habe gesagt, wir telefonieren erstmal, wir unterhalten uns, dann gehen wir rein live, machen wir so. Wie viele Leute freuen sich? Anfang an war ernst. Ey, bitte, bitte, bitte. Tu mir einen Gefallen, kannst du mir einen Livestream mit Kurt Mehmet klären? Ich will einmal mit dir live gehen und mal respektieren. Wow. Nein, der geht nicht. Nein? Glaube ich. Okay. Kann sein, wenn wir da sind, wenn wir mit dir reden, wir drei. Wow, ich werde sagen. Ich werde fragen. Der ist auch stabiler Kämpfer. Ah. Yeah. Hat er gekämpft? Ja. Ja. Warte, ich komme direkt. Guck mal, wir machen Wissen. Ja, Bunei Yarkam Ma'na. Oh, mein Sohn. Und dann sagt er zu ihm am Ende, Inna Hulaysa min Ahlik. Richtig. Der ist doch in den Bergen gestiegen, hat gesagt, das wird mich retten. Von seiner ersten Frau, die gestorben ist. Und angeheirateten Sohn. Deswegen hat er ihn ja Bunei. Er ist nicht sein Sohn. Aber ist sein Stiefsohn. Okay, das war aber jetzt eine sehr spezielle und sehr schwierige Frage. Das war eine Frage. Okay, rein theoretisch, regeltechnisch, er hat falsch geantwortet, ich bin dran mit der Antwort, wa? Aber du wusstest, wie hieß denn der ertrunken wurde? Kenan? Kenan? Kenan sagt doch wirklich. Kenan. Genau. Tayyip. Nächste Frage. Welche zwei Propheten traf der Gesandte Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam während der Himmelsreise im zweiten Himmel? Wegen Gebet. Wen wir alle? Ibrahim alaihi salam und Isa alaihi salam. Sayyidina Nuh. Arafat. Musa. Musa alayhi salam. Ismail. Reicht der Salami. Und? Der ist doch zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, mach weniger. Zwei Propheten. Die Cousins. Isa und Yahya alayhi salam. Wow!
Wir haben beide. Auf jeden Fall, die wird spannend, Leute. Spannend hier. Sehr spannend. Ab, welcher Prophet ähnelte Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten? Ibrahim. Yusuf alaihi wasallam. Bruder, Tito, sportlich, ja. Ich liebe dich. So bin ich einfach, ja? Ich hab diese Dings, ich sage. Verstehst du? Ich trau mich, ich sag das. Hat ihr diese Dings, kommt bei mir und sagt mir das auch. Stimmt oder nicht, Barello? 100%ig. Hä? Ich hab diese, ich hab diese Dings, ich kann reden. Aber hast du, komm, gegenüber, sag mir das. Sag Ibo, so und so. Dann küsse ich dich. Ey! Ja. Warum schreibt einer, Kürt Mehmet ist unterhält dich? Hä? Soll ich speichern? Was? Ja, ja, speichern. Ja, ja, speichern. Jeder, der Dings. Gespeichert! Jan, irgendwo kriegen wir schon einen auf jeden Fall raus. Schick mir da. Irgendwo kriegen wir einer von euch auf jeden Fall. Na wallah, ich hab mein Leben. Ich hab Weinhaft. Ich hab alles hinter mir. Aber ich hab niemals. Ich und meine Familie, wir haben sowas nichts zu tun. Bekan, danke. Ich bin schon auf jetzt meine zukünftige schönste Frau. Ich hab. Schönste Frau. Aus TikTok, ja. Wallah. Aber nicht aus der ganzen Welt, ne? Iso, man muss realistisch sein. Aber auf TikTok schon. Ich küsse dein Herz, oder? Ibo! Aber das geht gar nicht, ja, Walla! Hä? Oh Gott, Ibo ist unterhältlich. Niemals! Walla, ich niemals mein Leben. Ich bin seit 30 Jahren in Essen. Fragt, wen ihr wollt. 30 Jahre. Ich habe 30 Jahre Geschäfte gemacht. Ich habe niemanden, seinen Namen, seine Familie, hinter ihnen geredet. Ich habe nicht ihre Familie angemacht oder irgendwas. Sie sagt, soll einer kommen und sagen, Ibo, du hast gemacht. Ich bin hier und mein Kopf ist auch hier. Ist halal. Eib ist das. Eib ist das. Was ihr macht, ist Eib. Von den drei ersten durch, Leute. Danke sehr. Danke, Bledir. Danke, Iso Abi. Danke, Bekant. Aber ey! Ja. Sag irgendwas, sag! Nee. Also ich rede gerade über. Jetzt schreiben die zu mir, Ibo 31er. Soll einer kommen? Soll nur einer. Einer soll kommen und sagen, der hat eine Aufsage oder Ansage auf mich gemacht hat. Ich werde mein Ganze alles auf Tisch tun. Ich werde mein Leben auf Tisch tun, wenn ich jemanden verraten habe. Puh. In Zürich mit Barello. Das finden wir sehr gut. Ey, warte, sei mal ruhig, ich bin da mit Arafat. Ja, Walla. Arafat, ich wollte dir unbedingt Foto mit dir, aber zu viele Leute. Inshallah, nächstes Mal. Inshallah. Bist du bereit, um einen Islam-Quiz zu machen? Okay. Kennst du die Regeln? Warte, ich mach Kommentare. Nicht so, nein. Mach deine Kommentare als allererstes aus, Bruder. Aus, okay. Wie macht man das? Okay. Kommentare einstellen. Heute hat er gesagt, auf Red Bull Dose. Walla, nicht mal auf Flasche. Übertreib, weil das ein bisschen dicker ist. Weil das dicker ist. Ich hab ihm gerade gesagt, wir akzeptieren nicht. Ich komme auch. Ja, wir haben gesagt, wir machen gegeneinander keine Ansagen. Aber willst du... Obwohl du nichts gemacht hast und so, ne? Du hast nichts mit dem Spieler gesagt. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ihr seid stabil. Habibi, ich bin Ibo. Ich bin Kürt Ibo. Ich bin für euch alle da. Wallah, guck mal, was ich mit euch mache. Ja. Wallah, bis jetzt. Ich bin immer da. Wallah, keiner von euch, einer traut sich nicht zu kommen. Wallah, hey, ich bin Ibo. Der hat alles da. Wenn ihr kommt, bitteschön. Kriegt euer Hack. Schneit es bei euch in Berlin? Gibt es Schnee? Schneit es bei euch?
Hamza! Entschuldige. Hey! Entschuldige dich bei Kurt Ibo. Wie warum? Heute hast du gesagt, du lässt ihn auf Red Bull Dose sitzen. Wallah. Was? Du hast gesagt, du lässt ihn heute auf Red Bull Dose sitzen. Kannst du dich entschuldigen jetzt sofort? Wie du lachst? Ja, was denn? Ja, ich hab den Namen. Auch durch den Kopf. Zeigst du mich gerade? Nein, jetzt zeig dich nicht. Die Nein. Hunden. Meld mal weiter. Sag das. Richtige Hunden. Entschuldige dich bei Ibo. Was? Entschuldige dich bei Ibo jetzt. Also Türkisch darf ich beleidigen, ja? Hepinizin anasını sikeceğim orospu çocukları. Siz orospu çocuğu olmadığınız için... Ey, kannst du dich entschuldigen? Hepinizin anasını avradı sikeceğim. Siz piç olu piçler. Çünkü niye bizim yaptığımız yapamadığımız için ya. Orospu çocukları. Ja, ich habe Türkisch dauernd beleidigt, ne? Wen hast du beleidigt? Alle Leute, die schreiben. Barello. Willst du dich entschuldigen, ja oder nein? Nein, entschuldige dich. Ibo, hör zu. Hamza, entschuldige dich. Lach mal. Ich bin Montag da, lach mal. Wallah, Billa, das Typ ist Maniac. Weißt du, was er macht? Er zeigt seinen Sip und sagt hier. Und sagt dabei, Wallah. Ich werde ihn auf Wodkaflasche setzen lassen, wenn ich gleich komme nach Berlin. Was willst du mit dem? Wodkaflasche. Warte mal, ich bin gerade auf der Grenze. Was essst du da? Lass dir schmecken. Ich fahre gleich auch los, ja? Wie viel haben wir denn? 5 Uhr gleich. Oh! Hä? Du fährst du wo? Ich fahre jetzt nach Den Haag. Erstmal nach Belgien, nach Brüssel, Antwerpen und dann gehe ich rüber nach Den Haag, Amsterdam, dann gehe ich von da nach Berlin. Wegen Business oder einfach? Also Entschuldigung, ich bin auch in. Ich komme nach Hannover auch. Ich treffe mich mit KBB. Mhm. Ab jetzt heute, ich höre die Boys auch von KBB, dass sie Bescheid weiß. Du gehörst zu mir auch. Ich gehöre zu dir. Das ist Wallah? Wallah. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Ahmad. Aber ich hab kurze Frage. Ja. Er ist Kasim 1, Dankeschön. Kasim 1, Dankeschön. Es gibt ja Schöpfer namens Allah, oder? Ja. Allah ist unser Schöpfer. Aber wie kann man sagen, dass Allah keinen Schöpfer hat? Man sagt ja, Allah gibt es schon immer. Ja. Verstehst du? Und es gibt ja immer so einen Schöpfer. Wenn Allah Schöpfer gibt, dann gibt es auch von dem Schöpfer seinen Schöpfer. Verstehst du? Aber Allah hat keinen Schöpfer. Allah ist der Schöpfer. Und ihn gab es schon immer, oder wie? Ja. Kein Anfang und kein Ende. Ihn gab es schon. Hast du? Nein. Was meinst du? Ich habe Hauptstadt. München. Nürnberg. Stuttgart. Ja, es gibt keine Stadt Beigen, ich wollte dich nur provozieren. Ich dachte, keine Ahnung, Alter, du bleibst so eine Scheiße. Ich dachte, du sagst ja, dann dachte ich, der größte Maniac, voilà, aber so ein Maniac bist du nicht. Was hab ich dir gerade gesagt? Du beleidigst nicht mehr. Na, ich hab gesagt, ich dachte, hä? Was für ein Maniac? Gib's dein Herz, Bruder. Voilà, gib auch stabile Leute hier. Ich. Wir sind mashallah auf 830. Ich küsse, oder Kürti Boy ist da. Kürti Boy ist da. was hast du heute immer ganz gesagt? Nix, ja, Wallah. Wallah? Sag nochmal dieses Zitat. Lieber meine Mutter weint? Wie ist das? Guck mal, ich sag euch das. Das ist mein Wort. Bei uns gibt es Schwivel. Unsere Familie sagt immer das. Was? Wenn ihr in eine Sache reingeht, lieber eure Mutter soll weinen, soll gegenüber die Leute Mutter weinen. Bei uns ist wichtig. Was labert deine Familie da? Du Kelp, du weißt noch nicht mal, was Familie ist. Erklär mir mal, was ist deine Familie? Erklär mir deine Familie. Ibo Abi, ich meine wegen diesem Satz. Was,
Das macht keinen, das hat keine Bedeutung. Hat eine Bedeutung. Wenn du mal richtig verstehst. Nochmal. Bester Mann, Wallah, bester Mann. Wallah, bester Mann, ich schwöre. Was dieser Typ erreicht hat. Bei Allah, Leute, ihr seht den, der denkt nur einfach, irgendein Ibo. Wallah, wenn er was sagt, sein Wort hat Gewicht. Wenn ihr alles, was er erlebt hat, ne? Der was Sinn. Er alles erlebt hat, Wallah. Ich küsse deine, der Sinn sind ihre Männer, sind unsere Brüder alle. Alle. Stabile Staaten sind, wie jeder weiß, wo die sind. Das ist eine sehr stabile Stadt. Bra, Barello, hör mal zu. Wir Zaza sind 7 Millionen. Guck mal, in Türkei, wir leben 7 Millionen. Zaza. Mhm. Du weißt manchmal, was Zaza bedeutet. Was bedeutet? Wenn du nach Berlin kommst, erkläre ich dir. Ali, ich küsse dein Herz. Wie? Ich erzähl dir, was Zaza bedeutet. Ibo Abia! Zaza ist nur, komplett Zaza ist nur eine Familie, ist das. Die kommen aus Iran. Die waren Königin von Iran. Die sind von Iran nach Türkei gekommen. Das war eine Familie. Ganze Zaza sind normalerweise eins. Wir sind die größte Familie in ganze Welt sogar. Aber Cengizhan Familie ist auch sehr groß. Ne, aber größte, wir sind die Großen. Zaza sind die Großen. Familie. Von Deutschland oder von ganzer Welt? Für ganze Welt, unsere Familie, nein. Zaza, wir reden von Zaza. Ja. Wir leben meistens in Diyarbakır, Ahmet, leben in Büngül, leben in Elazığ, leben in Dersim. Wir leben bis noch gegenüber Sivas und so. Gibt bitte, 22 Singserie. Dann unsere meisten großen Städte sind das. Und in Türkei, zwei Volk haben, was zu sagen, Barel, dass du Bescheid weißt. Zwei Volk. Zaza und Las. Die sind nicht stabil in Türkei. Wallah? Ja. Um Geld geht, diese beiden. Dings sind stabil. In Deutschland nur eine. Du. Müller. Das ja. Sind die Müller. Fitnacking, danke. Elegant, danke. Jetzt hast du ich küsse dein Herz. Rose. Omarat, Ehrenmann. Hab ich verloren? Alle Fitnacking, elegant und hoch erfolgen. Lau, ihr seid stabil. Wallah, ich liebe euch. 23 Singserie. Guck mal, ich komme hier rein, Wallah, ich freue mich. Ich lache mit euch, ich habe Spaß an euch. Wallah, ich liebe euch, ihr seid wie meine Familie geworden. Wenn ich hier reinkomme, ob ich was verloren habe. Barello, man muss auch manchmal offen reden, weißt du? Die Leute wollen das hören. Wallah, wenn ich hier nicht reinkomme, euch nicht sehe, ich habe was verloren, mir ist was, fehlt was. Den ganzen Tag denke ich darüber. Guck mal, ich konnte gerade nicht schlafen. Ich bin aufgestanden, ich habe gesagt, wir sind hier eine Familie geworden, ja? Danke. Nein, wir haben auch Spaß, wir haben auch Dings. Alles aber warum ist deine Stimme weg? Warum ist die Stimme weg? Weil ich den Arroganten zu lange geschrieben habe. Bruder, ich bin so, ich bin aggressiv. Verstehst du? Ich bin aggressiv. Das musst du uns nicht erzählen, das wissen wir schon, was du alles gemacht hast früher. Dankeschön. Überleg dir mal, ich stehe manchmal alleine. Die Leute sagen zu mir, komm, dann gehe ich. Ganz alleine, ich rufe manchmal niemanden an. Ich gehe ehrlich, wenn einer sagt zu mir, ich komme, komm raus, ich komme. Wenn ich nicht komme, ich bin kein Mann. Ey, Ibo, ernst. Ganz TikTok, egal wo ich scrolle, ganz TikTok redet über deine Zitate, was du auf die Welt gebracht hast, diesen Zitat. Nicht normal, Alter. Hast du andere Zitate? Ich schwöre dir, ich gebe noch viele Sachen, ich rede. Sag du jetzt, jetzt ist so die Zeit, wann willst du sonst sagen? Ey. Nein, kann ich nicht. Es ist zu früh. Alles hat seine Zeit. Wenn ich anfange, jetzt mein Buch zu schreiben und in Spiegel TV über ganze Dinge spreche, das wird schon, kommt auch noch. Ich weiß auch jede Clans, was die machen, was sie tun. Alles. Aber ich habe niemanden
mein Leben über ihre nicht geredet. Niemals. Noch nie hast du jemanden gehabt? Warum? Noch nie. Noch nie. Ich schwöre auf meine Kinder, ich schwöre auf meine, ich schwöre auf Koran, auf Heilige Dinge, ich schwöre auf alles. Ich habe mein Leben noch nie. Ich wurde festgenommen, mein Land haben die zugemacht, die haben mich und meinen Vater zur Wache gebracht. Die haben uns gequält. Kürze über Sach, unterstütze uns. Ich habe gesagt, nein. Aber 24 Stunden haben die mich wieder freigelassen, aber mein Laden haben die zugemacht. Erzähl mal, ey, erzähl mal, wo die dich für immer lebenslänglich Dings schicken wollten. Knast. Dass du jemanden verraten solltest, dass du Nein gesagt hast. Ich verrate niemanden. Nein, sowas nicht, lüg nicht. Sowas. Du Schwätzer, du. Aber die haben gebracht, weil ich habe Internetcafé gehabt. Ich war der Erste in Essen, der S-Klassen gefahren hat. Kurt Übo hat mit 19 Jahren S-Klasse gefahren. Ich war hier der Stamm. Ich, den Namen sage ich hier drin nicht, wir haben die schlimmsten Autos gehabt. Wir haben die schlimmsten Dings gehabt. Und dann, weil zu viel Reederei war, 100 Einsatz ist bei mir in Laden gekommen. Alle, ganz Essen weiß das, 100 Einsatz. Die sind gekommen mit Torstamm. Hey. Ich hab. Einer schreibt dir, ich kenne ihn von früher. Er hat früher einmal gegen 35 Leute gekämpft in einem Café. Ja. Stimmt das? Stimmt. Nicht im Café, in Fußball. Ich schwöre, ich und meine Bruder, wir haben gegen 50, 25, 30 oder irgend sowas. Die haben, sind auf uns losgegangen. Krass, diese, Mutter. Ja, ich schwöre dir, ich bin nicht alleine. Ich bin ein Kämpfer. Ich rede auch nie, wenn was geht, ich würde überkommen, immer alleine. Er hat diese Eier. Krass, ja, Wallah. Wallah, ich meine das ernst. Ich, wenn ich dir sage, ich komme. Ey, warte, der gleiche Typ schreibt. Ich schwöre, der gleiche Typ schreibt. Ey, frag ihn mal, früher hat er zwei Frauen gerettet auf Straße. Ein paar Jungs wollen die zwei Frauen schlagen. Er hat zwei Frauen gerettet. Stimmt das? War einer, er hatte Kopftuchfrauen, immer beleidigt auf Straße und so. Aha. Ich habe ihn richtig gegeben. Na, Walla? Ja. Und die haben ihn mit Krankenwagen weggebracht, aber der hat zur Polizei gesagt, ich habe das verdient. Auf einmal war eine, zwei Frauen, die sind zu mir gekommen, die haben gekürzt über, jemand siehe, er beleidigt uns, hat die schlimmsten Wörter. Ich meine, wer? Er meinte, einer hier. Er war, ich weiß nicht mal, was für Land er war. Darüber reden wir nicht, aber ich kann das nicht akzeptieren. Warte. Hier. Ich kenne ihn länger, ich kann mehr Sachen erzählen, aber ich will nicht. Wow, voilà, krass. Hör auf damit, rede nicht. Ich lese nicht mehr vor, Wallah. Nein, ist nicht. Ey, ich schreibe das nicht mehr über. Bruder, ich habe Taten, über hunderte Taten, aber ich rede nicht gerne darüber. Über hunderte ist wenig für dich. Ey, ein Mann, vertraut mir, ein richtiger Mann redet nicht über sich. Die Leute reden über ihn. Wenn ich jetzt über ihn rede, dann sagt er, ein Mann, ein richtiger Mann, er sagt, ich habe das und das getan. Die Leute reden über den. Die sagen. Ich musste, wo ich nach Essen komme, 98, ich muss mir erstmal Libanesen kennenlernen, die Familien. Ich musste gegen 30 Leute kämpfen, alleine. War nicht so leicht. Warte, noch letztes Mal will ich was sagen. Frag ihn mal, ob er sich erinnert, wo er gegen die Polizei sogar gekämpft hat. Niemals. Stimmt das? Ja. Geil. Geil, Alter. Ach, ich war schon mit 14 schon auf die Linie bei Polizei immer. Der Polizei hat mir gesagt, du wirst noch öfter kommen. Ich meine, kein Problem. Ja. Na, warte mal, ich tue nicht mehr, Hoja. Kinder abzocken, ist das haram oder nicht? Jetzt frage ich dich als Moslem. Schari. Arafadam, ganz kurz, Arafadam. Ich möchte nur Hoja seine Meinung. Hoja, diese Gier, zockt deine Kinder auf TikTok ab. Ja, jeden. Hoja, jetzt ist deine Frage, haram oder nicht? Ich glaube nicht, dass hier jemand kleine Kinder abzockt, oder ich weiß jetzt nicht. Hojam, viele Spender bei ihm sind 14 bis 15. Ich kann es beweisen. Ist das haram oder nicht, Hojam? Wenn er sie nicht zwingt, dass sie das machen sollen? 14, 15-Jährige, aber haben nicht gute Gehirn. Aber ja. Bruder, wenn bei dir keine 14, 15-Jährige?
Ich mache Haram, ich gebe zu. Ich auch. Aber Hojam, dieser Mann, stopp deine Kinder, was sagen Sie dazu? Ich auch. Ich sage. Schade, darüber zu reden. Wir würden gerne mit dir einen Islam-Quiz machen. Ja, Islam. Gerne, bitte. Okay. Gerne. Machst du Kommentare aus? Ja, Modis, bitte Kommentare ausmachen. Wie geht's dir erstmal, Schade? Wie geht's Mama und Bruder? Alles gut, Arafatam, alles gut, danke dir. Küss mir die Hände von deiner Mutter. Adam, gib Adam, deswegen, ich liebe diesen Mann. Ich bin hier. Bushido, Anama. Nein, Bruder. Okay. Okay, bist du soweit? Ich bin soweit, ja. Kasimann. Okay. Drei Fragen. Wer zuerst drei richtige Antworten hat, bleibt, also gewinnt. Und der andere muss dann raus, okay? Okay, ja. Bismillah. Warte kurz. Welche zwei Propheten waren auch Könige? Jesus und Mohammed. Leider falsch. Musa. Ja. Auch falsch. Es waren Suleiman und Dawud. David und Salomon. Suleiman alaihissalam. Okay. Haben wir was Neues gelernt? Nächste Frage. In welchem Land wurde Yusuf a.s. gebracht, nachdem man ihn aus dem Brunnen holte? Nach Ägypten. Jerusalem. Wow! Ägypten ist richtig. Ägypten ist richtig. 1-0. Geh weiter, Kinder abzocken, Engel. Alles. Wir machen hier kein Maschera. Ja, machen wir nicht. Ich okay, nicht Kinder, aber warte. Alayhi salatu wassalam geboren. Man hat nicht gehört. Wo wurde der Prophet in Mekka, Muhammad? Mekka. Richtig. Wow! Okay, nächste Frage. Welcher Prophet tötete Goliath? Wer ist Goliath? Es gibt eine berühmte Geschichte. Hm? Und Goliath. Jesus? Leider nicht. Jalut? Nein. Ah, Jalut ist auf Arabisch, Goliath. Wer Harun hat Jalut getötet? Den? Wer? Jalut, dauer mal. Harun? Nein. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتُ Dawud, David und Goliath hat man ja ein paar Mal gesagt. Hojam, siehst du dir als Araber verloren, schau. Der soll Moslem sein, weiß nicht, was sein eigener Glaube, dieser Respekt, nichts Respekt bei diesem Mann. Okay. Jetzt eine Frage für dich, Charlie, Bruder. Ja. Welcher Prophet konnte Blinde mit der Erlaubnis Allahs heilen? Ohne Witz, gabst du das wirklich? Ja. Die ganze Zeit habe ich den Namen gesagt, sag mir. Du hast immer Jesus. Den Namen gesagt. Jesus. Ha? Wow! Isa alayhi salam. War mein Internet weg? Das ist dein Problem. Geh raus hier, wir waren gläubige hier, du weg hier. Du sorgst deine Kinder ab, du Geldkerl. Geh raus hier. Wir 2-1, bitte, ja, nächste. Und du kannst jetzt. Okay, nächste Frage. Okay. Wer waren die beiden Söhne von Abraham, Ibrahim a.s.? Ismael und... Ismael und... Ishak, richtig. Wow! Ismael, Respekt, Wallah, Bruder, Respekt. Dass du gut auskennst, Wallah, hatte ich nicht gedacht. Wallah, Respekt. Aber du musstest auch eine, Mashallah. Gut, Charlie, sehr gut. Ich hab's gesagt, aber... Inshallah, lernen wir noch mehr in Zukunft. Hojam, inshallah, wallah. Okay, mein Bruder. Hoja, aber dieser Mann bitte raus, weil dieser Mann kleine Kinder abzucken möchte. Tamam. Das ist aber jetzt nicht das Thema, Bruder, okay? Okay. Tare. Ja, aber David? Wir telefonieren morgen, hadi, bitte. Pass auf, ja, warte. Hadi, salam alaikum. Okay.
Walla, Jihad, ich muss dir jemanden reinholen, ja. Ich muss gucken. Okay, ich habe eine Idee. Abu Nuh. Ja. Hier schreibt einer. Die ganze Zeit nervt er mich. Ein Jason für Allah, Afad Abi, sehr wichtig. Ich kann Abu Nuh in Instagram auf Nachrichten schauen. Der ist Jason. Ein Nesch, wer ist Nesch? Ich nehme ihn mal an. Nesch, kenn ich, gib mir das, gib mir. Assalamu alaikum. Was geht? Bruder, ich bin die ganze Zeit am Zuschauen. Ich will mitspielen. Yalla, mashallah. Wie geht's euch? Nesch, gib mir, was geht? Alhamdulillah, bei dir. Ich muss trunken gehen. Assalamu alaikum. Kommt da raus, ne? Kommt da raus, mashallah. Ich hab den nicht gefunden, er muss mir sagen, weil ich hab viele Fragen bei. Du machst mich nervös, ne? Du machst mich nervös, wallah. Bruder, ich bin nicht der Stärkste, aber ich muss probieren. Du kennst die Spielregeln, Bruder? Ja. Yalla, seid ihr bereit? Ja. Bismillah. Ich hab Angst vor dir, nicht, oder? Nein, Bruder. Wen traf der Gesandte Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam während der Himmelsreise im siebten Himmel? Mutter, alaihi salam. Ibrahim. Ibrahim ist richtig. Sehr gut. Ja. Du hast gut aufgepasst. Wen traf der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam während der Himmelsfahrt im ersten Himmel? Adam. Stopp mal. Wallah. Arafat hat das vorhin gesagt. Wallah. Aber? Du bist. Bruder, ey, wir gehen auch bei unserem Studio, ne? Bei Boxstudio. Kommst du mit? Zeig ich dir. Natürlich. Ich habe sogar Schlüssel, ich kann 24 Stunden rein und rausgehen. Wenn du willst, wir machen diese Probe. Nein, keine. Ey, warum willst du mit mir Probe machen? Nein. Wenn du möchtest. Am September kämpfen wir, beide Gutes, ja? Ich habe. Diese Schrei, fuck Kürde. Seinen jüdischen Namen nach Manakoi, Boros Butcher. Aus Feier kommen. Wallah, ich liebe euch. Ich freue mich auch jetzt. Die Leute, ich sehe auch, guck mal, 90% lieben mich. Das ist immer diese 10% Neid, ist normal. Das ist normal, man muss akzeptieren. Das sind diese Dreckigen. Normal, lass dich schreiben. Heute habe ich Leute gesehen aus Österreich, die sind hingekommen, eine Hochzeit. Die haben mich gesehen, die haben Fotos gemacht. Wallah? Voilà. Wenn du rausgehst, wollen viele Leute Fotos? Ich zeige dir gleich ein Video. Barallo, ey, der Parfüm ist brutal, ah, guck mal. Wow! Ey, Wallah, ey. Boah. Wie es glänzt, wow. Ist das Gold? Ja. Das ist das teuerste Parfüm vom Laden. Wir haben da Kürtibo, du bist hier, du bist unser Abi. Wir freuen uns immer, dass du kommst. Und ey, wenn du willst, ich schenke dir das. Ey, chill doch mal, Junge, das ist teuer, Alter. Tu nicht, warte. Habibi, du bist mein Bruder. Boah, stark. Boah, Alter. Boah, das ist aber richtig. Riecht gut, sehr ehrlich. Ja, ich schwöre dir. Nach Knoblauch? Nein. Aber ey, brutal. Geil, Wallah. Da, aber danke, dass du willst. Wallah, danke. Wenn du willst, ich bring dir einen neuen. Alles gut, Alter, Wallah. Ich komm noch Montag nach Hannover, wenn du willst, kannst du kommen. Aber guck mal, Montag. Lass Mittwoch in Berlin, weil alleine mit dir treffen habe ich Angst. Da mal. Lass mit anderen Abis dabei sein, da passiert nichts. Bruder, soll ich dir jetzt was sagen? Sag. Willst du ein richtiges Wort hören? Hör. Sag. Wenn ich dich in meinem Kopf habe. Keiner kann dich von mir. Lass mal diese Philippolitik. Aber hin,
Ich bin so, ich bin verrückt. Bist du Maniac, hast du? Komplett Maniac so? Nein, ich kann das nicht akzeptieren. Aber ich mag dich, ist was anderes. Aber ich, ja, wenn ich in meinem Kopf habe, ist vorbei. Aber bist du Maniac, wenn du willst? Oder Köpek, ich meine das so, wenn ich dich, ich hab noch niemanden. Aber Anfang an, Anfang an, ich wollte dich unbedingt packen, Anfang an. Ich hab dich so gehasst. Boah, Wallah, Villa Ibo, ich hab dich beim Boxkampf gesehen und so, ne? Ich hab gesehen, ja, ich wollte oben, du warst da unten, ich hab extra andere Seite gegangen. Ich guck so, ich guck auf einmal, der ist direkt da. So. Wallah, Leute, ich bin andere Seite gegangen, Wallah. Ich sag jetzt nicht, dass er mich. Ey, warum hat der Momo so und diese Osan nicht getraut, zu mir zu kommen? Die reden doch auch immer so groß. Ja, fast keiner hat sich getraut, ehrlich. Keiner hat sich getraut. Ich bin auch nicht gegangen, Wallah. Ich war oben, VIP, ich war unten, ich war zwischen die Leute. Ich hab Bilder gemacht, ohne Ende, alle. Ja, ich war der einzige TikToker da, ohne Ende. Aber weißt du, was krass ist? Diesmal kannst du nicht hin und her, diesmal musst du selber kämpfen, September. Aber wird krasser, 20.000 Leute werden kommen. Wie viele kommen für uns kämpfen? Wallah, ich weiß noch nicht. Was denkst du? Ich weiß nicht, 30 locker bestimmt. Ja, ne? Walla locker kommen. Bebo. Natürlich, Junge. Komm, der größte Mafia aus Deutschland kämpft gegen den krassen auf TikTok oder nicht? Walla kommen an viele. Ich meine das ernst. Spaß auf einmal. Die Leute meinen, ich weiß, ja ne, 15.000, 20.000 nur wegen mir kommen die. Walla, ich mach Abstimmung. Leute, lacht, weil ihr würdet kommen, ein Kampf zwischen mir und Ibo, weil wir wollen kämpfen. Lacht, weil ihr, weinendes, weil ihr kommt nicht. Ja, Walla, ist ein sehr wichtiges Thema. Lass mal einmal machen. Weil, wie viele Leute hast du bei dir drin gerade? Ich habe gerade 7.000. Ich habe so 816. Ich schwöre euch, wenn ich auf die Straße gehe, Autos bleiben stehen, Kürt Ibo schreien. Egal wo ich bin, alle schreien Kürt Ibo. Walla? Walla, ich schwöre. Warum tust du dich nicht? Was denn? Warum bist du kein Präsident von Deutschland? Also wolltest du noch nie Anmeldung? Du kannst dich anmelden. So. Walla, ich hab kein Interesse an sowas. Aber könntest du Präsident werden? Was denkst du? Würden die Leute für dich? Walla, wenn ich Präsident werde, ich werde Deutschland auseinandernehmen. Ja, was würdest du denn machen? Ich werde direkt Jobcenter links hoch machen. Das erste, was ich mache. Viele Menschen leiden gerade. Und keiner geht auf Straße und meldet. Weißt du, was in Deutschland scheiße ist? Einfach, die durchschnittlich. Keiner kümmert sich. Gerade, was die Lohn und was die Mieten so hochgegangen sind. Gerade. Mieten sind richtig hochgegangen. Wie teuer würdest du einen Döner verkaufen? Guck mal, früher war Döner 3 Mark. Später 3 Euro. Jetzt kostet ein Döner 10 Euro. Was? Wie viel würdest du wieder machen? Ich werde auf jeden Fall auf 5 Euro bringen. Okay, wie viel würdest du ein Skateboard verkaufen? Skateboard zum Beispiel, weil Kinder wollen fahren. Diese Sache will ich dir geben. Du kennst dich damit gut aus. Ich kenne mich damit nicht aus. Hey, Mama. Ich wusste bis gestern nicht, was das ist. Ich wusste bis gestern nicht, was das ist. Wallah, ich wusste das. Bis Arafat mir das erklärt hat. Also wusstest du nicht, was das ist? Nein. Weil ich auch Probleme mit dieser Sprache habe. Gerade gleich vielleicht, wenn es passt. Naja, und dann, achso, Einstellung. Okay. Der Schiedsrichter entscheidet hier, wer reinkommt, aber auch, ob es passt. Jetzt habe ich aus. Ich bin noch da, eingeladen. Danke an ihn. Ich grüße euer Herz, Bruder. Hey!